Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben diese Woche hier in unserem Kino 2 das Lautsprecherset geupgradet auf ein neues System aus dem Hause Askendo, für die der gute Chris, der Distributor hier in Deutschland ist. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Machen wir gleich nach dem Intro. So, wir haben jetzt die Leinwand hier mal abgenommen, damit wir freie Sicht auf einen der drei identischen im vorderen Bereich verbauten Lautsprecher bekommen. Ja, der gute Chris ist Distributor in Deutschland für Askendo und kannst jetzt mal was dazu sagen. Ja, das ist jetzt der brandneue passive 12er von Askendo, der jetzt auch zum ersten Mal in Deutschland in eurem Demo-Kino 2 verbaut wurde. Hier handelt es sich wie bei allen anderen oder fast allen anderen Askendo-Lautsprechern um Koax-Lautsprechersysteme mit sehr hohem Wirkungsgrad. Das ist jetzt hier ein 12er Koax mit Kompressionstreiber. Zeichnet sich auch durch die geringe Einbautiefe von knapp 185 mm inklusive Abdeckung aus. Und hier seht ihr den Center-Kanal. Wir haben links und rechts außerhalb der Leinwand die Links- und Rechtslautsprecher verbaut und haben jetzt die erste Einmessung durchgeführt mit der Trinnoff und schauen uns auch gleich mal die Ergebnisse an. Ja, in den nächsten Tagen werden wir auch die restlichen Lautsprecher hier im Kino gegen Askendo austauschen. Hier ist ein 7.1.6-System verbaut und wir werden halt die hinteren Surrounds, also Side Surrounds und Surrounds und die At 6 Atmos-Lautsprecher gegen die 6er Askendo Ja, tauschen. das sind die passiven Sechser von Askendo. Davon gibt es drei Varianten. Das ist die On-Wall, die flache On-Wall mit 88 mm Einbautiefe. Und das ist die Wedge-Variante. Diese zeichnet sich durch den 30 bzw. 60 Grad Winkel der Baffle aus. Ist also vermutlich der vielseitigste Lautsprecher, den es jetzt im Heimkinobereich gibt. Man kann ihn entweder On-Wall mit 60 Grad Winkel installieren, beziehungsweise 30 Grad von der Hörposition, also ideal auch für Auro-Layouts. Man kann ihn an der Decke installieren. Es gibt Haltewinkel, hier im Montagewinkel, sodass man ihn variabel in jedem Winkel zu der Hörposition installieren kann. Man kann ihn als Front-Weit nutzen mit 30 Grad. Man kann ihn als Rear-Surround nutzen. Wenn man ein 7.1-System zum Beispiel hat, dann richtet man die auf 150 plus minus die Rear-Surrounds an, so an der Seite. Man kann die theoretisch auch als Stereo-Lautsprecher im Stereo-Dreieck mit 30 Grad anwinkeln. Ja, Chris, nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben hier hervorragende Klangqualität, optimales Abstrahlverhalten durch die Punktschallquelle und halt diesen besonders hohen Wirkungsgrad. Ja, und da darf man sich jetzt nicht von der Kompaktheit und der Größe täuschen lassen. Also selbst dieser kleine 6,5 Zöller hat einen Wirkungsgrad von 93 dB, 1 Watt, 1 Meter. Das heißt, dass er selbst mit leistungsschwachen AV-Receivern betrieben werden kann. Und zudem zeichnet er sich auch durch die Pegelfestigkeit aus. Also er hat ein Powerhandling von 200 Watt RMS und 300 Watt Peak. Durch den hohen Wirkungsgrad der Askendo-Lautsprecher in Kombination mit der hohen Dauerbelastbarkeit lassen sich damit auch, ja, spielen leicht auch mit schwächeren Verstärkern Referenzpegel am Hörplatz erreichen. Ja, ist dann auch besonders geeignet, um zum Beispiel mit einem AV-Receiver und einem kleinen Setup, ich sag mal jetzt mal im 20 Quadratmeter Raum, 11 von den Lautsprechern an einem AV-Receiver, da kann man wirklich verzerrungsfrei auch Referenzpegel fahren. Richtig, ja. Ja. Ja, wir werden das Set jetzt in den nächsten Tagen vervollständigen und einmessen und danach steht das auch für die Öffentlichkeit zum Vorführen zur Verfügung. Über eine Kontaktaufnahme für eine Terminabsprache würden wir uns freuen und ja. Bis bald dann. Ciao.